Hey ihr, da bin ich wieder. Und nicht erschrecken, der Bart ist zwar ein bisschen kürzer, aber ich bin's noch, der Alte. Das ist jetzt quasi mein Sommerbart, nenne ich es mal. Und naja, der ist halt einfach im Sommer pflegeleichter, weil wenn man schwitzt und hat einen langen Bart und jemand im Laufe des Tages sieht er so aus, pff, und es ist halt, finde ich persönlich, halt nicht so schön. Ja, aber heute geht's nicht um mein Bart oder was davon übrig geblieben ist, sondern wie vielleicht schon der ein oder andere festgestellt hat, es kam seit, ich glaube, schon fast 2 Wochen oder so, kam kein Video mehr. Warum ist das so? Nicht, weil ich keinen Spaß mehr habe, sondern weil ich auch einfach, ich habe aktuell nichts. Ich habe aktuell nichts zum Auspacken, nichts, was ich euch zeigen kann. Eigentlich sollte ja schon längst die Wutbox da sein, ist sie aber nicht, weil die haben nämlich mit irgendeinem Item aus der jetzigen Augustbox Lieferschwierigkeiten und deswegen ist sie ja noch nicht da und wann die kommt, keine Ahnung, ich habe immer noch keine E-Mail bekommen, also mit der Versandbestätigung, ich weiß nicht. Und die nächste Box, die halt kommt, das ist die Loot Chest, die kommt auch erst in 2 Wochen und so, und boah, das ist halt schon eine ziemlich lange Zeit, um halt kein Video gemacht zu haben, das ist meiner Meinung nach. Und naja, ich habe halt im Grunde genommen auch nur diese beiden Sachen im Monat, also die Wutbox und die Loot Chest und dann noch das Pop-Date einmal im Monat, aber das ist jetzt auch nicht wirklich viel, also wenn es an mir ginge, würde ich gerne die Woche ein oder sogar 2 Videos machen, aber über was? Ich habe nichts, ja, also mir fällt auch nichts ein. Ich hatte so ein paar Ideen gehabt, aber die sind auch nicht so direkt umsetzbar, weil, ach, dafür bräuchte ich andere Leute, ich muss auf die angewiesen sein und ich habe keinen Bock darauf, ganz einfache Sache. Ganz einfache Sache. Ja, deswegen, ihr habt schon im Titel gelesen, das hier wird so eine kleine Roomtour. Ich habe zwar immer gesagt, oh, Roomtour interessiert auch keinen Menschen und vielleicht ist das auch so, ich habe keine Ahnung. Aber es wird halt mal sich 1, 2, 4 Mal gewünscht unter irgendwelchen Videos in den Kommentaren, dass ich mal ein bisschen was von der halt hier halt zeige, wo ich halt wohne oder wie ich wohne. Vielleicht war es auch mal dieselbe Person, ich habe gerade keine Ahnung, ja. Und naja, machen wir einfach mal. Und wenn es ein bisschen lauter wird, dann tut es mir leid. Also hier so die Nebengeräusche, weil ich wohne halt direkt an der Hauptstraße und momentan sind halt die Fenster alle ein bisschen auf wegen Sommer und so, und naja, kann man halt nichts machen. Ja, die Wand hier hinten, die kennt ihr aus meinen alten Unboxings, weil die habe ich halt immer hier vorgemacht, und deswegen möchte ich euch einfach mal diese Wand hier zeigen. Das hier ist nämlich auch so ziemlich der Raum, oder nicht der Raum, der Platz, den ich, an dem ich am meisten Zeit verbringe. Jetzt habe ich es, ja. Das ist halt offensichtlich mein Computerraumplatz hier. Und naja, hier sitze ich eigentlich so bestimmt 85% des Tages irgendwie rum. Und also wenn ich dann zu Hause bin. Und was ich halt ziemlich cool finde, ist hier diese Tapete. Ich finde die cool. Die sieht so toll aus, weil als mal jemand dieses Fenster hier hat machen lassen, die alte Tapete, die wurde dann halt sehr in Mitleidenschaft dabei gezogen. Und dann war ich in einem Baumarkt und habe dann halt diese Tapete gesehen und fand die so cool. Die passt eigentlich im ersten Augenblick gar nicht hier rein, aber ich wollte sie haben, weil scheiß drauf. Jetzt ist mir doch egal, ob es irgendwie optisch passt oder nicht. Also hier ist, ich habe bei mir so viel Krimskrams hier im ganzen Haus, dann ist auch egal, wenn dann die Wände nicht 100% passen, finde ich zumindest. Ja, dann haben wir halt dann noch hier so eine Wand. Oh, das sieht irgendwie, hier, das ist cool, gell? Ich schalte halt die Kamera am Stativ fest und das ist gut, ja. Das halt, hier ist noch, halt hier noch eine andere Wand mit Popfiguren. Das ist einfach nur so ein Krimskrams. Das kleines Mini-Sideboard. Ja gut, die Sideboards, die kennt ihr eigentlich auch. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, die kommt ja gar nicht so zu 100% immer sehen, oder? Na, ist ja auch ganz egal. So, und als nächstes kommen wir hier ins Wohnzimmer rein. Und ich muss gerade einen kurzen Cut machen, weil mein Bruder hat nämlich, das heißt, so, keine Ahnung, englische scheiß Punk-Rock Wix-Musik voll laut gehabt und boah, es geht mir so auf die Eier. So, Wohnzimmer jetzt, ja. Also hier, den Hintergrund, den kennt ihr ja, weil hier mache ich aktuell meine Unboxings und das wird auch so bleiben, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Und aber ich habe diese Wand hier, die habt ihr noch gar nicht so genau gesehen, weil die ja irgendwie nur hier so bis hierhin ist oder so. Und das sind alles so, also wirklich alte Weinkisten, die sind, ach, auf irgendeiner stand drauf, noch irgendein Datum, keine Ahnung, aber ich wüsste jetzt gerade nicht mehr wo, keine Ahnung, ja, ist auch vollkommen egal. Die habe ich damals für gerade mal 5 Euro pro Kiste jemanden abgekauft und ich finde es cool, weil sie naja, zum Figuren draufstellen, für die ganzen Filme, die ich habe, weil das halt auch schon ziemlich voll ist, aber ich kaufe mir auch gar keine Filme mehr, weil im Ernst sein, so ein Film kostet ja im Normalfall wie 16 Euro oder so, wenn er halt neu rauskommt. Und wenn ich mir dann bei Amazon halt ausleihe,
dann ist der halt, naja, viel, viel günstiger. Und ich habe mal so überlegt, dass wenn ich mir einen Film kaufe, den gar nicht so oft gucke, eigentlich vielleicht höchstens zweimal, manchmal vielleicht dreimal, und dann komme ich dann meistens dann auch noch nicht auf das, auf den Betrag, den ich bei mit dreimal gucken für übers Ausleihen mir geholt hätte, ja, keine Ahnung, nee, das ist falsch, ihr wisst manchmal, ja, egal, hier geht's weiter, hier, das ist mein kleines Blizzard-Regal, und das ist schon ziemlich cool, finde ich, mit den ganzen Collectors-Editionen und den kleinen Figürchen und so, also mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut. Wie ihr seht, das sind nicht alle Collectors Editions, die gibt die hier ist übrigens, nur quasi so eine Art Leihgabe von einem Freund. Ja. Ich habe jetzt noch die Collectors Edition von Wars of the Lich King und von Cataclysm bestellt, also jetzt nicht noch original verpackt, sondern halt quasi nur die Leerboxen, einfach nur um die Sammlung zu vervollständigen, und dann fehlt mir eigentlich nur noch die Collectors Edition der Classic Edition, da selbst schon gebraucht und ausgepackt und Codes benutzt, ist die verdammt teuer noch, ja. Das wird, glaube ich, sowas sein, wenn ich mal im Lotto gewinne, ja, ansonsten kriege ich den niemals. Ja, und hier, das ist auch cool, ja. Wer hat schon eine Ritterrüstung bei sich, ja? Ich habe eine, weil der Computerraum, der war früher halt mein Esszimmer und das hat halt so eingerichtet, so richtig so mittelalterlich mit so alten Möbeln und so, also wirklich alte Möbel, die waren wirklich sehr, sehr alt, ja. Und mit alten Stühlen, das sah alles cool aus, aber es war unbequem. Ich habe noch nie auf so unbequemen Stühlen gesessen, glaube ich. Die hier sind viel, viel besser. Das ist alles neu und einigermaßen modern und viel weicher alles, ja. Wunderbar. Ja, Ritterrüstung, das hier ist mein Sofa. Das ist relativ groß. Weil, keine Ahnung, ich war irgendwie damals der Meinung, ich bräuchte so ein großes, als ich mir das geholt habe. Also da, hier, wo ich jetzt wohne, das ist meine erste Wohnung überhaupt, beziehungsweise Wohnung ist, es ist eine Wohnung, aber das Ganze hier ist ein Haus. Ich habe damals direkt ein Haus gekauft, ja. Das ist halt jetzt so ein Mehrfamilienhaus, also hier oben noch mein Bruder, unten wohnen noch meine Eltern. Und ich hatte damals, ich war Anfang 20 oder so was. Und da ist man halt dumm und hat noch keine Ahnung, und dann kommt dann immer große Sachen und denkt, das muss so sein. Und dann kommen die dann hier an und dann denken dann so, boah, shit, das Ding ist fast halb so groß oder lang, wie das Wohnzimmer lang ist. Na gut, ist egal, aber ist trotzdem toll, weil, wenn hier dann nochmal ein paar Leute mehr sind, dann hat auch jeder einen Platz und muss sich auf so einem blöden Plastikstuhl sitzen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Raum hier, obwohl er doch schon schön ist, finde ich zumindest, ich nutze ihn extrem selten, vor allen Dingen hier Fernseher. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal den Fernseher angemacht habe. Ich habe echt keine Ahnung. Also wenn es hier nicht gerade irgendwie mal ein Filmabend ist oder so, dann keine Ahnung. Ich bin halt hier nie. Ja, dann ist hier noch so anderer Kram drauf. Hier so, keine Ahnung, so Amiibos und so Quatschen. Da oben sind auch noch Warcraft-Figuren und da sind noch mehr Warcraft-Figuren. Hier sind Stofftiere. Und der hier ist lustig. Aufgepasst. Ja, und so weiter, ja, und dann haben wir dann hier noch anderes. Also in meiner Wohnung hier ist allgemein verdammt viel Krimskrams, irgendwelches Zeug und tausend Figuren und glaubt mir, Abstauben ist die Hölle. Ja, Abstauben ist die absolute Hölle, da brauche ich mehr oder weniger den ganzen Tag für, aber ich mache es auch selten, vielleicht dreimal im Jahr, wenn überhaupt, ja. Und ja, jetzt bin ich hier schon in meiner Küche, die habt ihr in einem oder anderen Video vielleicht schon gesehen, wenn auch nicht so viel, hier eine Allianz-Flagge. Und richtig cool, ich freue mich schon so. Übernächste Woche kommt das neue Add-on raus. Und ich freue mich schon so dermaßen. Ja, also ich habe die Beta spielen können, habe aber nicht viel gespielt, weil ich wollte mir halt nicht zu viel selber spoilern. Richtig toll. Also das wird richtig gut, glaube ich. Ja, und hier Kühlschrank, auch wenig spektakulär. Und vor allen Dingen, wenn man dann da reinguckt, viel drin ist nicht. Also die meisten Sachen sind irgendwelche Getränke oder so ein Kram. Ansonsten hält hier noch so ein paar, so ein bisschen was dran. Jetzt muss ich hier auch mal kurz zuhalten. Also ich habe ja auch hier so von Freunden ein paar Sachen, und da ist halt die Tochter von Freunden drauf, und ich glaube, die wollen nicht, dass ich die so im Internet halt präsentiere, was ich natürlich verstehen kann. Hier ist so, wir heiraten, also nicht ich, sondern Freunde von mir. Da ist ein Wombat. Ja, und hier ist halt anderes Zeug. Und auch hier so Marvel-Topflappen, Topfhandschuhe. Und das hier, das ist nicht mir, ja. Das hier, das werde ich der Tochter meiner Cousine schenken, weil ich schleim mich immer bei der Tochter von ihr so ein bisschen ein, weil die hat Angst vor mir. Also die Tochter, nicht meine Cousine. Also, oder
von mir ist, ja doch, von mir, die Tochter, die hat allgemein Angst vor Männern mit Bärten. Das ist der Wattelszweischen, das ist wieder viel, viel kürzer. Aber trotzdem, ja, ich glaube immer noch so, dass du ein bisschen Angst haben könnte. Und deswegen, also immer wenn ich auf den Geburtstag gehe oder wir uns irgendwie sehen, habe ich dann immer so eine Kleinigkeit dann dabei für das Mädel, um mich so ein bisschen einzuschlagen, damit die merkt, oh, der ist ja eigentlich ganz lieb, bei dem kriege ich immer coole Sachen. Ja, ja, klappt noch nicht so ganz, ja, aber irgendwann mal vielleicht. Und hier, oh, das ist der hellste Raum gerade aktuell, glaube ich, weil hier ist halt alles auf. Und das ist mein Badezimmer. Das ist sehr unspektakulär. Also Dusche, Badewanne, ein Klo, da ist ein Wackelbild drauf. Aber ich glaube, das kann man gerade gar nicht so richtig sehen hier. Das richtig coole ist eigentlich das Ding hier. Das habe ich von Freunden zum Geburtstag bekommen. Das ist halt hier so eine Lego-Buddelflasche oder wie die Dinger heißen. Da ist mit so einem kleinen Schiffchen drin. Das ist schon richtig cool. Hier ist ein Dingsbums hier, ein Leuchtturm und alles halt hier so ein bisschen super. So wassermäßig gemacht, sagen wir, so ein bisschen meermäßiger alles, weil, naja, umdrehen, Wasser und Badezimmer passt ja relativ gut zusammen. Ja, und hier den Raum, den kennt ihr auch von die Kisten des verlorenen Loots, ja, das ist mein Schlafzimmer. Hier war ich ja, ach Gott, ich hab ja, glaube ich, schon alles gesehen, ja. Die Lampe hinne, den Balkon, den ich übrigens gar nicht nutze. Ich bin kein Balkonmensch, aber Hauptsache, ich habe zwei Balkone. Balkone? Gibt es eine Mehrzahl von Balkonen? Oder ist das wie mit Messer? Keine Ahnung, ja? Auf jeden Fall nutze ich die Dinger nicht und deswegen sehen die auch so aus. Hier ist überall Kram und Dreck und schau die Kamera gerade hier rechts und links gegen die Tür. Deswegen lasse ich das einfach mal sein. Ja, gut. Hier ist das halt echt nichts, was ihr nicht schon kennt. Hier ist nichts geändert seit die Kästen des verlorenen Loots. Und deswegen gehen wir wieder zurück. Ja, hier habe ich eigentlich schon alles gesagt. Wobei hier im Flur, das ist mein einziger Flur. Da habe ich halt hier so Bilder hängen, das ist halt so von diesen Star Wars Identities oder Identities ist das, glaube ich, ja. Ist egal, wie man das halt ausspricht, da steht's. Das war halt so eine Star Wars Ausstellung, die war unter anderem auch in Köln, da war ich dann insgesamt dreimal. Und davon gab es dann dieses Poster hier und das Yoda Poster hier. Und wenn ich es euch mal hier zeige, nur mal schnell, hier an der Wand, also da, was ihr gerade gesehen habt, da habe ich halt Bilder von mit mir und von Freunden hängen. Und zwar sind das ausschließlich Bilder von, naja, wenn man auf einer Achterbahn in irgendwelchen Freizeitparks war und tritratrullala, so ein Kram hat, weil das finde ich irgendwie cooler und auch lustiger, dass man schon mal gerade gucken, ob ich das Ding hier hinstellen kann. Ja, als halt so normale Bilder. Keine Ahnung, irgendwie, ich bin ja eh ein riesiger Freizeitpark-Fan, obwohl ich dieser noch in keinem Park war. Was voll. Stimmt, aber boah, ich kann ja nicht so lange reden, um zu trinken. Ich sterbe, ja, obwohl ich halt dieser noch in keinem Freizeitpark war, aber ich hoffe, das ändert sich noch im August, nee, im Oktober spätestens, wie wir sind, und ich schwitze, ich hasse den Sommer, ja. Ja, und die Bilder sind halt alles von Achterbahnfahrten und so ein Kram, das finde ich halt richtig cool, und irgendwann soll mal dieser Flur hoffentlich wirklich ganz voll sein, wir werden es sehen, keine Ahnung. Ja, und das war, ist auch hier alles gesehen soweit, oder mehr oder weniger alt alles. Naja, wie gesagt, nichts Spektakuläres. Ich hoffe, dass irgendwann im nächsten Mal was Richtiges zum Auspacken, was zum Auspacken für euch habe, weil der Kanal heißt ja Sproggles Unboxing und nicht Sproggles labert irgendeine Scheiße, ja. Von daher, ich hoffe, dass jetzt bald hier irgendein Paket kommt, die Wootbox zumindest mal als allererstes. Und dass das halt nicht dann noch länger dauert, bis sie hier ist. Naja, trotz allem hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß an diesem Video hattet. Hatte ich jetzt Spaß? Es ging eigentlich, ja, weil es halt keine Arbeit. Ich habe jetzt mal was zeigen können. Es kommt wenigstens mal wieder irgendwas raus. Ja, jetzt bin ich nicht ganz vergessert geraten, hoffe ich mal. Ja, ansonsten sage ich mal, habt noch einen schönen Sonntag. Esst Kuchen. Sonntags ist Kuchentag. Ich habe schon zwei Stücke Pflaumenkuchen gegessen, den meine Mutter gemacht hat. Ja, bester Pflaumenkuchen. Und naja, macht halt auch so, gell? Also ihr nicht unbedingt rausgehen, aber holt euch Kuchen und geht halt nur zum Kuchenessen raus, dann geht ihr wieder nach Hause und pflanzt euch vor den Ventilator, weil das mache ich zumindest gleich jetzt. Ja, und ansonsten, naja, bis zum nächsten Video und naja, ganz einfach, macht's gut. Tschüss.